geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Wenn man richtig dringend aufs Klo muss. Stabile Tür, Alter. Hat man gar nicht gehört. Also gehört schon, aber es war nur so ein Klick. Timmy, bist du das? Disco-Kacken! Kannst du bitte aufhören, wenigstens... Ich werde nie verstehen, warum man einen Lichtschalter vom Badezimmer draußen hin macht, statt drin, wenn du die Tür aufmachst, direkt links an die Wand fassen. So wie es in jedem normalen Zimmer auch ist. Nein, komm, beim Badezimmer machen wir einen Lichtschalter draußen dran. Das ist sinnvoller. Warum? Hier will ich meine Ruhe haben. Ja, okay. Danke. Spaß! So, einmal das Skalpell bitte. Ja, Moment, bitteschön. Super, danke. Die Vitalzeichen sind stabil, kann man so sagen. Blutdruck bei 160 und Herzfrequenz bei 56, ja. Okay, wir sind dann auch jetzt gleich fertig. Kleine Naht noch und dann haben wir's. Entschuldigung, ich will ja nicht stören, aber Sie müssen dringend mal zu meiner Frau. Die blutet unten rum. Keine Sorge, das kommt bei so operativen Eingriffen oftmals vor. Wir schauen uns das gleich mal an. So, das war eine Ausschabung bei der Frau, richtig, Doc? Ja, das war eine Operation von heute Morgen. Entfernung der Gebärmutterschleimhaut, oder irre ich mich da jetzt etwa? Bitte was? Nein, eine Fruchtwasseruntersuchung. Okay, also gut. Das ist aber eine starke Verwechslung, Alter. Dass ihr euch einig seid, ich geh mal schauen. Ah, Herr Pfleger, irgendwas stimmt nicht. Wie geht's meinem Kind? Moment mal grad, ihr Kind? Was? Sie haben doch gesagt, das ist ein kleiner Eingriff. Was kann denn bei einer Fruchtwasseruntersuchung so Schlimmes passieren? Kevin, verdammt. Doc, was ist hier passiert? Hier, ich glaube, es gab eine Verwechslung. Was? Wie meinen Sie das? Naja, die Fruchtwasseruntersuchung hat die Nachbarin bekommen und die Ausschabung hat scheinbar Sie bekommen. Wir haben einfach die Patienten vertauscht. Das heißt, dass die Patientin definitiv nicht mehr schwanger ist. Gibt's da keine Sicherheitssysteme, die sowas verhindern? Bevor es richtig zum Eingriff kommt, nochmal alles genau untersuchen, vielleicht den Patienten nochmal fragen? Was genau ansteht? YouTuber, die nicht mehr unter uns sind. Oh. Erika war bekannt für seine super enthusiastische Art und Reactions. Nach einem Video namens I'm Sorry sprang er von der Manhattan Bridge und ertrank. Cookie Was? With Linja Bitte, Alter. War eine super cute, witzige YouTube-Köchin. Sie verlor am 1. Januar mit 67 den Kampf gegen den Krebs. Ah, scheiße. Danke. Der deutsche YouTuber Philipp Mickenberger von den Real Life Guys starb. Ja, der ist auch an Krebs gestorben. Mit nur 23 auch an Krebs. Scheiße, Technoblade war ein großer Minecraft-YouTuber und hatte fast 17 Millionen Subscriber. Auch Boah, er starb 2022 an Krebs. Sein Alle an Krebs, Alter, was ist los, Mann? So ein Scheiß. Vater las im letzten Video den Abschiedsbrief vor. Hello everyone, Technoblade here. If you're watching this, I am dead. Streamer Ragful nahm sich mit einem stabiler Abschiedsbrief. 31 das Leben. You guys get lonely, you should talk to each other maybe and find some friends to play games with. Und das hier ist für die bisschen Älteren. Kennt ihr Frank Tausch von Filmkritik TV noch? Hi Frank. Das Gesicht kommt mir wirklich bekannt vor. Tausch hier, Filmkritik TV. Und was ist jetzt mit dem passiert? Ich meine, ja, er ist nicht mehr unter uns, aber warum? Ich weiß, normalerweise geht's halt niemandem was an, warum, wieso, weshalb, aber... ich weiß nicht, trotzdem will man es immer irgendwie wissen, ne? Ja, was ein Leben, ja? 10.13 Uhr auf ganz entspannten Hasen mal kurz die Schule geschwänzt und meine Mutter dachte wirklich, ich bin heute Morgen losgegangen. Oder so lebt sich Leben, ja? So müssen sich Millionäre fühlen. Oh, oh. Was machst du hier? Es ist 10.15 Uhr am Dienstag. Es ist eigentlich ein Tag, wo du in der Lehreinrichtung namens Schule sein solltest. Ach, das ist bestimmt der Nachfolger von Anzeigenhauptmeister. Was? Wer so einen Bruder hat, der braucht echt keine Feinde. Also wegen Schule. Kann ich erklären. Wir haben heute nur eine Stunde. Also ersten zwei Blöcke, erste bis vierte fällt aus. Alles klar, rufe ich gleich mal im Sekretariat an und frag mal nach. Das ist wirklich eine interessante Story. Hab vor 2,5 Stunden mit Nikolas Mutter telefoniert, da hat sie ihn gerade an der Schule abgesetzt. Ich entschuldige mich jetzt. Wieso telefoniert er? Was? Warte mal. Ist das jetzt der Bruder? Oder die Mutter? In allerhöchster Königsform, dass ich dich angelogen habe. Ich habe heute die Schule geschwänzt. Ich wollte noch ein bisschen zocken. Klar, ja, okay. Du, ich geh mal kurz in den Keller, ja? Ich hol meinen Werkzeugkasten hoch. Mama, wozu genau ein Werkzeug? Ich hab da oben irgendwas mit Bruder gelesen. Ich dachte, das ist der Bruder, Alter. Aber dann okay, dann anders. Wer so eine Mutter hat, braucht keine Feinde, Alter. Werkzeugkasten. Wozu den Werkzeugkasten? Ganz einfach. Du, ich schraub deine PS5 und deinen PC gleich auseinander. Dann packe ich die ganze Scheiße auf einen Haufen und dann brenne ich es nieder. Ja, was? Und warum vorher auseinanderschrauben?
Oh, oh, bei so einer Mutter hätte ich Angst. Mein absoluter Lieblingstrick für Android-Handys aller Zeiten. Geht in weniger als einer Minute und dein Handy fühlt sich danach wieder sehr viel schneller an. Zuerst musst du die Einstellungen und klickst dann oben auf die Suche. Hier tippst du jetzt Build ein, B-U-I-L-D, bis du die Bildnummer findest. Da tippst du jetzt drauf und auf diese Bildnummer klickst du jetzt ganz oft ganz schnell hintereinander. Jetzt musst du noch kurz den Code von deinem Sperrbildschirm eingeben und... Man muss den Code eingeben? Das musste ich nie? Hä? Ist das heute so? Voila, spricht man das so aus? Sprachenlernen. Du hast neue Einstellungen freigeschaltet, die Entwickleroptionen. Wir gehen also nochmal in die Suche in den Einstellungen und tippen Entwickler ein, bis wir die Entwickleroptionen haben. Hier scrollst du jetzt relativ weit runter, bis da so dreimal Animationsfaktor 1x kommt. Diese drei Punkte klickst du nacheinander an und stellst sie von einmal auf 0,5 mal. Was wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich ganz einfach. Die ganze Zeit siehst du irgendwo Animationen, wenn du dein Handy entsperrst, wenn du eine App startest, wenn du irgendwas... Das sieht schön aus, heißt aber auch, du musst jedes Mal eine Animation anschauen, bevor du dann wieder irgendwo drauf tippen kannst. Mit diesen Einstellungen hast du jetzt all diese Animationen doppelt so schnell gemacht. Das heißt, überall, wo du drauf tippst, kannst du jetzt doppelt so schnell wieder weitermachen. Okay, das ist cool. Kann man die auch komplett ausschalten? Geht das auch bei iPhone? Diese Videospiele wurden in bestimmten Ländern einfach gebannt. In China darfst du kein Animal Crossing spielen. Die ganzen Anpassungsmöglichkeiten sind nämlich zu viel Meinungsfreiheit. Pokémon. Immer ehrlich, warum wollen Leute noch in China leben? Go ist dafür im Iran und Malaysia gebannt. Hier haben die Spieler nämlich während des Autofahrens gespielt und Unfälle gebaut. Ja, haben es in Deutschland auch gemacht, Alter. Deswegen kam ja diese Einführung damit mit einer bestimmten Geschwindigkeit, dass dann nichts mehr erscheint auf der Map. Und manchmal passiert das auch, wenn man nur auf der Couch sitzt. In Belgien wurde Mario Kart Tour verboten. Die kleinen Röhren, die als Lootboxen dienen, fallen nämlich unter Glücksspiel. Und das ist in Belgien beim Zocken verboten. Ey, das war aber auch wirklich übertrieben. Also das war wirklich extrem pay to win, dieses Spiel. Ich meine, gut, gibt's ja immer noch, aber ich glaube, der Support wurde mittlerweile eingestellt. Also nicht eingestellt, aber es kommt nichts Neues mehr. Verboten. Und zum Abschluss Venezuela. Hier sind nämlich so gut wie alle Shooter verboten. Diese Videospiele wurden... Okay, da möchte ich nicht leben wollen, Alter. Das ist zu brutal. Die Monster werden hiermit, da sie den Flugmodus nicht reingemacht haben, für die Schuld am Flugzeugabsturz zu lebenslanger Haft verurteilt. Was? Ich hab doch nur den Flugmodus. Ey, was hast du gemacht? Dein Job ist es, mir zu helfen. Ich bin zwar dein Anwalt, aber bei so einem Verbrechen, du hast es verdient. Nein, euer Mann ist schlecht. Nehmt ihn mit. Nein, los, auch mit dir in den Knast, du Monster. Ja, richtig so. Ich find's auch halt übelst krass, wenn schon 100% feststeht, dass diesen Typ jemand umgebracht hat oder dass er jemanden, ja, ich weiß nicht, ob man das auf YouTube so aussprechen kann, dieses Wort mit V, gemacht hat. Was meistens noch in Deutschland Gruppen mit einer Frau machen oder mit einem Kind, dass es noch Anwälte gibt, die versuchen rauszuhauen oder die Strafe zu mindern. Also man muss schon wirklich hart unten sein, um als Anwalt so jemanden zu vertreten. Das ist meine Meinung. Hey, du halbe Portion, komm her! Lieber nicht. Wer denkst du, wer du bist, Mann? Was was wir sagen, hä? Ich bin hier, euch rum. Und ich bin dir lebenslang den WhatsApp-Sticker, hä? Mit uns machst du keinen Spaß. Yeah. WhatsApp-Sticker? Was? Ist der gefährlichste hier. Und für welche Minisache bist du da? Ich hab Flugmodus nicht reingemacht. Was hast du? Den Flugmodus nicht reingemacht. Wo hast du das? Sorry, wir wussten nicht. Bitte schlag uns nicht. Was? Was? Ist es heute noch so im Flugzeugen, dass das unbedingt aus sein muss? Also der Flugmodus unbedingt an sein muss? Ich dachte eigentlich, Flugzeuge sind mittlerweile auch schon so modern, dass du da drin WLAN hast, Alter. Eigentlich stören doch die Signale heute gar nichts mehr, oder? Gut, die können Informationen verfälschen, noch soweit ich weiß, aber es ist nicht heute auch alles dagegen geschützt irgendwie? Damals in der Schule, unsere Lehrerin wollte uns erzählen, wenn man an der Tankstelle Handys benutzt, explodieren die Saftsäulen. Ich habe gesagt, bitte was, wie soll denn das funktionieren? Kommt doch keine Feuerfunken raus aus dem Ding. Die so durch die Radiowellen. Ich so, okay, nehme ich eben eine Mikrowelle mit. Wer will die Tafel wischen? Ich würde alles für Sie tun, Frau Bauer. Mach erstmal regelmäßig deine Hausaufgaben. Jetzt verlangen Sie eindeutig zu viel. Wollte ich gerade sagen. Ja, sie ist doppelt so alt wie du. Ja, ist das nicht wundervoll? Das ist eher merkwürdig. Halt dich da raus und gib mir dein Pausenbrot. Aber mach vorher das Schweinefleisch runter. Okay, Boss. Wer kann seine Hausaufgaben vorlesen? Ja, Mustafa? Ich liebe es. Hausaufgaben vorlesen? Wo gibt's denn sowas? Sie, Mustafa, ich bring dich um. Tja, du wirst niemanden umbringen. Ich glaube, es hackt. Ich tue alles, was sie sagen. Soll ich bellen? Nein, sollst du nicht. Du bist doch ein Hund. Gian, benimm dich bitte. Okay, meine Königin. Okay, Leute, der Unterricht ist beendet. Okay, tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Okay, tschüss. Nein, ist er nicht. Wir haben noch 30 Minuten. Fällt mir gerade ein, ich habe vorhin auf TikTok so ein Video gesehen. Da standen irgendwie Demonstranten vor irgendwas und haben gebellt. Ich dachte mir erst,
es ist nicht auf der Erde, oder? Aber dann dachte ich mir, okay, bei der heutigen Jugend kann das schon möglich sein. Was ging da ab? Kann mir das einer erklären? Setzt euch wieder hin. Ich dachte, wir wollen ein wenig... Na gut, was heißt bei der heutigen Jugend? Bei Erwachsenen ist es auch nicht gerade besser. Zeit miteinander verbringen. Oh. Gian, so geht das nicht stabil. Weiter. Haben Sie einen anderen? Spucken Sie es aus. Ich bin seit 10 Jahren verheiratet und das wisst ihr alle. Ist es Mustafa? Nein, natürlich nicht. Mustafa war vor 10 Jahren 7 Jahre alt und er ist mein Schüler. Mustafa, ich dachte, wir wären Brüder. Gian, ich glaube, du bist verrückt. Ja. Wer will die Tat? Wenigstens gibt er es zu. Wenn man 2023 zum Friseur geht. Oder was darf sein? Standard. Oben ein bisschen kürzer und die Seiten auf null. Hä? Was hast du gesagt? Oben ein bisschen kürzer und die Seiten auf null. Wieso beleidigst du mich jetzt aber so, hä? Was, ey? Ich hab doch nur... Ey! Ja, habt ihr das gehört? Er hat gesagt, oben ein bisschen kürzer und Seiten auf null. Oh mein Gott, wie gefallen. Was? Oh mein Gott, lass dir das nicht. Ich kapier halt überhaupt nichts. Gefallen. Was hab ich denn... Komm, traust du mich mehr zu? Das ist alles, was ich für dich bin. Dummes Objekt, oder was? Was? Nein, nein. Dann beleidige mich nicht mit so niederen, nicht menschenwürdigen Haarschnitten. Period. Sorry, ich wusste nicht, dass... Hier, du nimmst jetzt einfach eine Karte. Okay, sorry. Ich nehme einmal den grünblauen Edgar-Cut mit Mayonnaise und Jizz an den Seiten und einer Celsius-Lauf. Nur gut, dass ich nicht zum Friseur gehe. Wann hin? Als Muster bitte die Septumform des Pythagoras in Galaxiegröße und vorne einmal bitte richtig reinscheißen. Ja, das Musik in meinen Ohren. Okay, das ist doch geil. Mach ich dir, ja? Ich mach nur ganz kurz ein Vorher-Video. Okay. Was geht, Leute? TSB Barber ist back am Start. Und heute transformieren wir diesen abgrundtief hässlichen, affenartig aussehenden jungen Mann. Alter! Das ist das vermutlich einzigste Fenster, was im Dunkeln leuchtet. Denn wir haben es im letzten Video mit dieser... Ich liebe den Algorithmus, er bringt mich einfach hierher zurück. Spezielle Farbe angemalt, die zwar absolut nicht gleichmäßig aufgetragen wurde, aber inzwischen trocken ist und jetzt in der Nacht leuchten sollte. Und was für ein Zufall, inzwischen ist es draußen dunkel. Ich bin wirklich so gespannt zu sehen, ob es funktioniert hat und wir finden es jetzt gemeinsam raus. Und natürlich schauen wir auch mit meinem schwärzesten Fenster als erstes von draußen nach, was meine Nachbarn so sehen. Beim letzten Mal war es ja quasi ein Spiegel, aber dieses Mal, sobald wir das Licht ausmachen, muss das richtig lustig aussehen. Wir sehen, da kommt ultra viel Licht durch. Und jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir das Licht ausmachen in 3, 2, 1. Oh mein Gott, seht ihr das? Das sieht aus. Junge, das kannst du zu Halloween machen, Alter. Krass. Das sieht aus wie richtiger... Kennt ihr die Folge, oder die Jüngeren unter euch, die kennt es wahrscheinlich gar nicht, Gänsehaut, diese Serie. Das ist nicht nur ein Film, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt. Und dann habe ich hier geschrieben, Gänsehaut ist keine Serie, ist ein Film. Es gibt auch eine Serie von mit 4 Staffeln. Da gab es eine Folge mit so einem Slime, die war auch krass. Eigentlich ist die ganze Serie richtig krass. Die erste Staffel war noch so ein bisschen, ja, wirklich, ist es halt für Kinder. Aber die nächsten Staffeln, dann zweite, dritte, da ging es schon krasser ab. War schon geil. Also ich habe es geliebt. Einfach aus wie ein Geisterzimmer. What the fuck? Ihr seht auch schon im Hintergrund, wie grün das ist. Meine Nachbarn werden so verwirrt sein, was da draußen abgeht. Aber ja, natürlich aber möchte voll. Ich auch euch nicht weiter auf die... Die denken, ja, macht schon Halloween, Alter. Das Spannende, ich präsentiere das leuchtendste Fenster der Welt. Ich kann halt wirklich hier chillen und könnte theoretisch gerade so noch was lesen. Ich habe tagsüber Licht, ich habe nachts Licht. Wer auch immer von euch das... Und das kostet nicht mal Strom, Alter. Die Sonne lädt auf. Und Tag geschrieben, das war die beste Idee ever. Das ist das... Das ist so geil. Aber würde ich nicht haben wollen, weil Gamer, ich will es lieber dunkel haben. Aber trotzdem geil. Servus, der Rettungsdienst. Servus, Jungs, es geht um meine Oma. Ihre App hat um 12:35 einen Alarm geschlagen. Ihr Puls sei zu niedrig. Und ihr wurde danach kurz darauf irgendwie echt unwohl und hat mich dann angerufen. So, okay. Ich teste mir da mal kurz den Puls am Handgelenk, gell? Okay, hat sie denn welche Vorerkrankungen? Ja, sie hat schon mal eine Vergangenheit, Probleme mit dem Herzen gehabt. Aber was genau, fragen Sie mich nicht. Okay, Robert, kennst du die Serie How I Met Your Mother und wie es ewig dauert, bis sie zum Punkt kommen? Ja, ja. Ist nicht mein Favorit, aber was tut das zur Sache? Ich wusste leider nie, wie es ausgeht, weil irgendwann haben sie im Fernsehen die Sendezeit geändert wegen neuer Staffel und dann habe ich total vergessen, immer weiter zu gucken. Das ist jedes Mal passiert im Fernsehen. Jedes Mal, deswegen habe ich es gehasst. Ja, du kannst eine ganze Folge plus Abspann zwischen den Pulsschlägen packen. Okay, machen wir ein großes EKG. Haben Sie momentan welche Beschwerden? Ja, mir ist so ein bisschen schwindelig, ich habe so Bauchschmerzen. So, hier. Wie lebt die noch mit so niedrigem Puls? Oh, fuck. Es war mir bis jetzt zwar noch nicht bewusst, aber genau das wollte ich von einem Rettungsdienst dann nicht hören. Ich hoffe, Sie haben nur leicht gefrühstückt und lieben es, neue Menschen kennenzulernen. Was? Wieso? Nun, mein Kollege hält physikalische Gesetze eher für Empfehlungen und will Ihnen gleich beweisen, dass ein Rettungswagen doch keine Flügel braucht, um zu fliegen. Oh, ja, das hätte ich fast vergessen. Die legen wir natürlich auch gleich an. Das ist selbstverständlich nur zur Sicherheit. Servus. Die Lage ist sehr ernst, Alter. Naja, mit so einem niedrigen Puls kann ich mir das ganz gut vorstellen. Diese Games sorgen dafür, dass du deinen PC abdrehst. Dirt Simulator ist schon eine legendäre Spielerei. Aber geh einfach durch dieses Loch im ersten Teil und du gelangst zu den Serverräumen. Was tun, denkst du? Naja, du bist halt eine Ziege, also ja, machst du Sachen kaputt. Bis du drauf kommst, dass wenn du den Serverraum zerstörst, auch dein Spiel beendet wird. Aber noch verrückter ist hier die Stanley Parable. Hä, echt?
die gar nicht wollen, dass du zum Spiel zurückkehrst. Das Achievement Go Outside wird dir nämlich verliehen, wenn du das Game ganze 5 Jahre nicht geöffnet hast. Aber es gibt... Du kaufst dir ein Spiel, startest es einmal und lässt dann 5 Jahre ruhen, nur damit du diesen Erfolg kriegst. Warum? Noch ein besseres. Super Go Outside, wenn du dein Game 10 Jahre ungeöffnet lässt. Es ist einfach ein Spiel, was du nicht spielen sollst. Ich hasse ja auch Achievements, die Speedrun beinhalten. Hasse ich total. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf dann. Und wo du Neues Spiel Plus zwingend durchspielen musst. Ich hasse sie auch total. Oder Achievements, die das Spiel künstlich in die Länge ziehen. Hasse ich auch. Diese Games sorgen... Na gut, es gibt ja auch viele Missionen in Spielen, die das Spiel künstlich in die Länge ziehen sollen. Ich hasse es einfach. Nee, oder? Oh je, ist er tot? Keine Ahnung. Ist er tot? Lass erstmal die Musik ausmachen. Ja, mach das. Alter! Geht's ihm gut? Siehst du doch, ihm geht's bestens. Nur dem Auto nicht. Fehlt ihnen irgendwas? Nö, alles bestens. Soll ich sie durchchecken? Nee, ich war ja... Mucke hat kurz wiederbelebt. Angeschnallt. Und was ist mit dem Schaden? Ich war angeschnallt. Sollen wir einen Abschleppdienst rufen? Nee, der Manni kommt gleich vorbei mit seinem Trecker. Der schleppt mich ab. Manni. Guter Kollege. Gut, aber der Schaden ist etwas größer, ne? Die Versicherung braucht eine Unfallaufnahme. Ah was? Nee, Selbstbeteiligung ist viel zu teuer und außerdem war es ja meine Schuld, ne? Da geht nur unnötig die Versicherung hoch. Der Manni, der biegt es schon gerade. Ah, der kann sowas. Ja, der kann sowas. Seine Scheune ist auch gleich seine Werkstatt. Alles klar, gut, aber ihr Airbag hat ausgelöst. Sind Sie sicher, dass Sie unverletzt sind? Ja, alles entspannt. Der Manni guckt drüber. Ah, also ist er auch noch ein Arzt. Ja, so in der Art. Komm, wir gehen und gute Besserung und alles Gute Ihnen. Okay, dann lassen wir sie mal hier weiter warten, ne? Tschüss. Alles klar, danke. Tschüss. Ja, genau, stabil. So nach dem Unfall, alles in Ordnung. Und Abwehrmucke weiterhören. Na gut, solange nicht viel passiert ist, ist es ja nicht schlimm. Warum benutzen die Amis eigentlich so komische Maßeinheiten? Oh, praktisch eigentlich. Überall auf der Welt wird Temperatur in Grad Celsius gemessen. Bei 0 Grad Celsius gefriert Wasser, bei 100 Grad kocht es. Aber 0 Grad Fahrenheit in den USA ist die Temperatur von einem Eis-Salz-Gemisch, weil das im 18. Jahrhundert die tiefstmögliche Temperatur in Laboren war. Und als 100 Grad hat der Erfinder, Herr Fahrenheit, seine eigene Körpertemperatur genommen. Aber es wird noch bescheuerter. Ein Pound basiert auf dem Gewicht von 7000 Körnern Getreide. Ein Inch, das ist die Breite von 3 Gerstenkörnern nebeneinander. 3 Feet oder Füße hintereinander ergeben ein Yard. 1750... Warum? Yard sind eine Meile. Das entspricht 1609,344 Metern. Und beim Volumen wird's nicht besser. Die amerikanische Einheit Gallons für Flüssigkeiten basiert auf runden mittelalterlichen Weinbehältern. Dazu kommt, dass man zur Berechnung die Kreiszahl Pi damals als 22 Siebtel definiert hatte. Das ist ziemlich großzügig gerundet. 31,5 dieser Gallons entsprechen einem Barrel und 2 Barrel sind ein Hogshead. Das bedeutet auf Deutsch Schweinekopf. Warum benutzen die... Wenn ich mal an unser Schulsystem denke, ist das auch nicht gerade besser, Alter. Das liegt ja auch 100 Jahre in der Vergangenheit, Mann. Die Mauer soll noch höher, ich will, dass keiner reingucken kann. Ich meine, wenn ich mal dran denke, zu meiner Schulzeit, ist glaube ich 14 Uhr raus aus der Schule. Junge, wenn ich mal höre, dass heute die Leute bis 16 in der Schule sitzen, was ist da los? Da müssten wir eine Genehmigung einholen. Warum? Na gut, ich muss auch dazu sagen, unsere Schule hat auch erst um 8 angefangen. Warum denn? Da gibt es Richtlinien. Man darf nicht einfach drauf losbauen. Oh Mann, nur 3 Meter hoch. Das geht nicht. 1,8 Meter sind auf jeden Fall waren wir bei der letzten Stunde spätestens 14 Uhr raus aus der Schule, nicht zu Hause. Aber sie haben ja bereits 2 Meter. Scheiß auf Genehmigung, ich erhöhe das einfach um 1 Meter. Nein, schon bei 2 Meter muss der Nachbar es genehmigen. Ach, der muss es auch genehmigen, klar. Das finde ich genauso bescheuert, Alter. Du hast in Deutschland ein Grundstück und darfst nicht mal eine Mauer bauen, wie du willst. Du dürftest dein Haus nicht einmauern, weil... Der Nachbar muss es genehmigen. Er muss, weil du könntest ihn ja das Licht klauen. Ich find's so bescheuert, Alter. Ah, ist ja auch seine Mauer. Warum? Wie ich immer sage, in Deutschland besitzt du kein Grundstück. Du besitzt nur das Papier, wo draufsteht, dass das dir gehört. Das Papier. Mann, okay, aber ein Stacheldraht, wäre das erlaubt? Sie sind verrückt. Die Mauer muss weg. Ich will eine Abkürzung zu Michi Schuppen. Müssen wir mit ihm abklären. Quatsch, das wird eine Überraschung. Lass direkt anfangen, weil er hat um 17 Uhr Feierabend. Glaub mir, er wird sich freuen. Ja, aber so ein schönes Mauerwerk einfach abreißen und ohne ihn zu fragen? Ich weiß nicht. Guck mal, wir werden auch nicht jünger, ja? Und manchmal hat der Michi keinen Bock, aus rumzulaufen und klettert über die Mauer. Und wir erleichtern das Ganze. Okay, ja, gut, wir ziehen das durch, aber das nimmst du auf deine Kappe. Ja, alles gut, komm, weg damit. Einfach eine Tür einbauen. Was ist denn hier los? Überraschung. Wo ist die Mauer hin? Ich hab's dir gesagt, das wird ihm nicht gefallen. Jetzt können wir einfach durchmarschieren. Wie geil ist das denn? Okay. Aber jetzt habt ihr ein gemeinsames Grundstück. Mein Grundstück ist sein Grundstück. Und mein Grundstück ist sein Grundstück. Okay, freut mich für euch. Die Mauer soll noch... Jetzt können sie in der Mitte den Pool bauen und einfach chillen. Stabil. Schönen guten Abend, Rettung.
Ich nehme an, das ist unser Patient. Der hat den Alkohol nicht vertragen. Oh. Die Pupillen sind genauso groß wie meine Lust auf eine Frühschicht ohne Kaffee. Winzig. Was hat er eingenommen und wie viel? Wie bereits gesagt, nur so 3-4 Bier. Lass mal tauschen, ich schaue gleich nach dem Zugang. Alles klar. Meint der wird wieder? Das erfahren wir gleich. So, Naloxon ist drin. Die Mischung muss mich echt umgehauen haben. Wir sind der Rettung, sie sind nicht die Polizei. Wir haben sowas wie Schweigepflicht. Und Naloxon lügt nicht. Danke, Jungs. Kann ich jetzt weiter feiern? Das Antidot hebt die Wirkung das wär so ich. Von deinem Alkohol nur für kurze Zeit. Also es sei denn, du willst wieder atemlos in der Ecke liegen, solltest du lieber mitkommen. Außer, dass ich halt dieses Zeug nicht nehme, ja? Du schuldest mir übrigens einen Fuffi. Ich? Die haben mir den Spaß verdorben. Stellst zur Dienste. Oh, aber den Zugang im Arm kann ich behalten, oder? Also solange sie ins Krankenhaus sind, dürfen sie es behalten. Danach nicht mehr. Ach, Mist. Mhm. Schönen guten Abend. Das ist immer enttäuschend, Alter. Das ist nicht behalten darfst, Mann. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, die gurkistanische Wikipedia-Seite zu checken. Ich finde es sehr schön, dass ich inzwischen nicht mehr der Diktator Gurkistans bin, sondern der Monarch Gurkistans. Die Verfassung sagt, Paragraph 1, die Würde der Gurke ist unantastbar. Ich finde es sehr schön, dass meine wenigen Quadratmeter da hinten in wie viele Regionen aufgeteilt wurden? Bezirksbund Gurkingen, Gurkenauen, Gurken. Es gibt einfach mal eine Region, die heißt Play Button. Und die ist offensichtlich sehr am Rande. Psychiatrien. Bisher gibt es eine Psychiatrie in Hockerhausen, in der sich die Gurken abregen und was geht da ab, Alter? Ahnen können, wenn sie mal wieder etwas auf die Palme bringt. Mich bringt etwas auf die Palme? Wir haben hier auch das Gurkistanische Rote Kreuz. Der einzige Rettungsdienst in Gurkistan mit insgesamt 5 neuen Mercedes-Benz Sprinter Krankenwagen. Ich sehe ein bisschen aus. Was geht ab in Gurkistan, Alter? Ich bin am Boden. Jetzt wäre ich ein Kellner mit diesem Uniform. Ich weiß nicht warum. Aber das sind sehr coole Porträts. Das Bild des Profi-Dill-Tauchers Dilbert. Auch geil. Der Gurkubismus. Ja, der Wahnsinn. Schau mal, gibt es neben dieser Wikipedia-Seite sogar eine ganz eigene Wikipedia-Seite nur für Gurkistan. Die nennt sich Gurkipedia. Die gibt's auch. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Gurkipedia? Alter, wie geil ist das denn? Wie lange hat deine längste Minecraft-Hardcore-Welt gedauert? Ich bin mir ziemlich sicher, nicht so lange wie die des Streamers Philzer. Er spielte nämlich ganze 5 Jahre an einer einzigen Welt. Er baute riesige Krass, Gebäude, Alter. Überlebte die schlimmsten Situationen und erkundete gefühlt die ganze Minecraft-Welt. Ja, das ist ja auch krass, was du... Aber ich hätte absolut keinen Bock, mir sowas Krasses aufzubauen. Und dann bist du tot und alles weg. Klar, in echtem Leben, wenn du stirbst, bist du auch weg, aber... Zu diesem einen Tag, wo alles endete, im Jahr 2019, erkundete Phil seine neue Höhle, die gesteckt an Monstern war. Phil dachte sich, eigentlich kein Problem, bis ein verzauberter Baby-Zombie mit einer Spinne kam und seine 5 Jahre Hardcore-Welt beendete. Aber genau dieser Tod macht ihn weltweit berühmt und Phil streamt bis heute zu Tausenden von Zuschauern. Wie aber er hat doch bestimmt ein Backup gemacht, ne? Ich habe mal gelesen, dass du diese Welt auch backuppen kannst, durch die Savegame rausziehen und so. Und wenn was passiert, kannst du das einfach wieder reinziehen, wieder vielleicht noch privat weiter oder so. Das wäre schon ein herber Verlust, Alter. Dinge, die ich als Deutscher abends auf der Couch sagen würde. Nix, yalla, yalla. In Deutschland wird Deutsch gesprochen. Beruhig dich, Thorsten. Okay, Liebes, aber bring mir ein Weißbier. Weißbier? Das ist schon dein 5. heute. Freut mich, dass du zählen kannst. Das ist doch wenig, Alter. Kannst, aber bring mir jetzt einfach das Bier. Schatz, ist dir mal aufgefallen, wie viele Ausländer in der Nachbarschaft eingezogen sind? Ist das nicht beängstigend? Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, ne? Die vermehren sich echt rasant. Also schlafen die wohl sehr oft miteinander. Ja, das kann sein. Und warum schlafen wir seit Jahren nicht mehr miteinander? Hä? Thorsten, nicht das Thema schon wieder. Da musst du auswandern. Und deutsche Staatsbürgerschaft ablegen und wieder einwandern. Dann zählst du als Ausländer, kannst du öfter miteinander schlafen. Sie alle ab. Ja, ihn auch. Und seine Familie auch. Alle schiebt sie ab. Thorsten, wach auf! Liebling, wo bin ich? Du hattest deinen Albtraum. Oh nein, das war der schönste Traum, den ich jemals hatte. Es wirkte alles so real. Schatz, hol mir bitte mal das Fernglas aus meinem Büro. Ich muss gucken, ob die Nachbarn den Müll richtig trennen. Und ob die... Wie deutsch willst du sein? Tochter der Müllers sich gerade vielleicht umzieht. Schnell. Schatz, du musst aufhören, die Nachbarn zu beobachten. Irgendjemand muss hier doch für Recht und Ordnung sorgen, oder? Und was hat die Tochter der Müllers damit zu tun? Sie ist halt echt schön. Thorsten, deine Frau steht vor dir. Ja, und diese Frau lässt mich seit Jahren nicht mehr ran. Du gehst doch bestimmt fremd mit irgendeinem Asylanten. Asylanten sind auch nur Menschen, Thorsten. Oh Gott, ich wusste. Dinge, die ich als Deutsch... Oh, ich hab Angst. Asylanten sind auch nur Menschen, da hat sie definitiv recht. Nur manche können sich nicht benehmen. Bringt genau null, dass sich das dreht. Okay, halten wir die Maschine an. Dann nervt aber der Tonarm, wo die flüssige Eiscreme rauskommt. Sonst dreht sie immer auf mich zu. Wenn sie steht, muss ich mich verrenken. Beim Drehen kann ich faul sein. Auch beim Zerspachteln ist es geil, dass sich die Mitte einfach dreht. Beim Verteilen im Kreis muss ich nur mit rechts richtig arbeiten. Ansonsten ist Beidhändigkeit gut. Das Aufrollen ist, wenn du es raus hast, super easy. Einfach hinhalten, kostet kaum Kraft. Normal ist das wirklich ein Sport für sich. Am Ende brauche ich auch keine extra Zange. Zack, rein in die Waffel, während die Zylinderrollen in den Becher kommen. Aber beim Geschmack hat er natürlich recht. Ich muss ehrlich sagen,
ich habe sowas noch nie gegessen. Schmeckt das? Ich sag euch, wie es ist. Nach diesem Video ist dieser Kommentar verschwunden. Hey Kleiner, schau mal, ich habe hier Spiele auf meinem Handy. Echt jetzt? Was denn für Spiele? Nur das Beste vom Besten, versteht. Na jetzt, ich. Candy Crush. Zum Beispiel Schach. Hast du vielleicht Brawl Stars? Nein, aber dafür was viel Besseres. Echt jetzt? Noch besser? Sudoku. Auch langweilig. Hast du Roblox? Sieht gerade leider schlecht aus mit Roblox. Oh mein Gott. Aber warte mal, ich habe noch was viel Besseres. Als ob. Candy Crush. Ich sag's doch. Bei mir gibt's gleich Mittagessen. Kollege, du stehst im Halteverbot, nicht? Hey Großer, möchtest du vielleicht was auf dem Handy spielen? Hast du denn noch Candy Crush? Aber natürlich. Oh oh. Nein. Du möchtest jeden Amiibo in jedem 3DS-Game jederzeit nutzen können? Dann brauchst du Wumiibo. Wenn du Wumiibo noch nicht hast, geh in den Universal Updater und lade dir Wumiibo dort herunter. Die Wumiibo-App sollte jetzt auf deinem Homescreen sein. Öffne Wumiibo und drücke auf Download Wumiibo. Warte, bis der Download abgeschlossen ist. Geh dann auf Generate Amiibo und wähle das Spiel aus, für welches du gerne Amiibos verwenden möchtest. Ich wähle mein Lieblingsspiel Smash Bros. Aus und lade mir ein paar ausgewählte Charaktere herunter. Danach navigieren wir in das entsprechende Game und wählen die Amiibo Einscan-Funktion aus. Drücke jetzt linke Schultertaste unten und start gleichzeitig, um das Wumiibo-Menü zu öffnen. Drücke Select Figure und wähle dein Wunsch-Amiibo aus. Folge jetzt den Anweisungen auf deinem 3DS und das war's. Schon kannst du alle Vorteile von Wumiibo nutzen. Wenn du das Video hilfreich fandest, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao! Aber da brauchst du doch bestimmt eine gemoddete 3DS, ne? Also das sah jetzt nicht nach etwas aus, das wirklich offiziell ist. Ach, Universal Updater. Ich habe Miiversal Updater verstanden. Ja gut, okay, das geht aber wirklich nur mit einer gemoddeten DS, ne? Also mit einer normalen kann ich mir nicht vorstellen. Hallo, nimm bitte einmal Platz. Dankeschön. Ich fühle mich nicht wohl hier. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich hiervon halten soll. Warst du schon mal woanders oder ist das dein erstes Mal? Nee, das ist mein erster Termin. Gar kein Thema, ganz entspannt. Ich erkläre dir ganz in Ruhe, was ich gleich tun werde, ja? Warum bin ich nochmal hier? Weil ich auch mitgeschleift wurde! Denkt ihr, ich gehe alleine oder was? Also im Grunde... Das verwirrt mich immer so, was ist das? Im Grunde werde ich nur nachsehen, ob alles okay ist. Wir hatten ja schon mal solche Videos, aber ich bin da eben voll raus, Alter. Ich check nichts mehr. Ist, ob irgendwas entzündet. Wer sind die anderen Leute? Was machen die? Stab, den führe ich dann Angstzustände. Okay, das verstehe ich noch. Aber wer ist Thomas? Damit schaue ich nach. Als nächstes hätten wir noch den kleinen Kerl hier. Der wird vorher angewärmt, dann eingeführt und dann geöffnet. Der Frauenarzt benutzt eine Grillzange? Ist ja interessant. Das dient dazu, den Scheideneingang offen zu halten, damit ich in Ruhe meinen Abstrich machen kann. Du brauchst keine Panik zu haben, wirklich. Sieht alles viel schlimmer aus, als es ist. Wichtig ist, dass du entspannt bist, dass du dich wohlfühlst, dass du nicht verkrampfst, weil dann könnte es eventuell auch wehtun. Aber das liegt ganz bei dir. So, dann bitte einmal unten drum freimachen und nimm Platz, ja? Hell no! Lasst mich nicht allein! Das Hallo. Ding sieht aber auch anders gefährlich aus als dieses Stuhl, Alter. Zum Glück ist mein Frauenarzttermin noch lange hin. Krasse Story aus der Kinderklinik, die mich wirklich schockiert hat. So, moin Jungs, der Rettungsdienst hier. Wir bringen euch einen 2-jährigen Jungen, hat eine Intox mit Waschmittel. Am ehesten Verätzung der Speiseröhre, da müsst ihr dringend mal schauen. Ach, wir haben noch versucht, ihm das wegzunehmen, aber dann war es zu spät. Mein Gott, der ganze Mundbereich, der ist ja auch total verätzt. Wir waren gerade dabei, die Wohnung zu putzen und dann hat er wohl diesen Rohrreiniger in die Finger bekommen. Ja, und hat davon wohl wahrscheinlich einen großen Schluck genommen. Doc, ich rufe am besten schon mal die Endoskopie an. Alles klar, Kevin, ich melde auch gleich sofort eine ÖGD an. Dann müssen wir einmal reinschauen. Verdammt, hoffentlich geht das alles gut. Ich meine, ich habe ihm doch extra noch einen Schluck Milch gegeben, um das Ganze zu neutralisieren. Moment, Milch? Sie haben was gemacht? Also viel trinken ist zwar sinnvoll, um die Vergiftung zu verdünnen, aber bitte auf gar keinen Fall Milch. Ja, wie? Ich habe das extra gegoogelt. Der hat bestimmt immer zu viel Minecraft gespielt. Googelt, macht man das etwa nicht? Hören Sie, Milch kann in vielen Fällen sogar genau das Gegenteil bewirken. Oh, und das heißt jetzt was? Ach, naja, die Milch sorgt mitunter dafür, dass die Giftstoffe besser vom Magen aufgenommen werden können. Ah, shit, das wusste ich nicht. Okay, und das verheilt alles wieder? Ja, optimalerweise ja, aber so wie das hier aussieht, wird er eine große Narbe davon tragen. Ja, wenn die Ärzte nicht bald helfen, sondern weiter quatschen, dann wird es wahrscheinlich wirklich tödlich enden. Es waren sehr coole Shorts dabei. Ich hoffe, die haben euch so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.